gut. Machen wir das schon mal. So. Achso, und die Schaufel ist ja kaputt. Die reparieren wir dann auch mal schnell. Das müsste doof falsch sein. Obwohl ich ja noch die Hatchet habe, also mit der hätte ich jetzt sicher auch arbeiten können. Aber was soll's. So. Gut, und dann müssen wir erstmal gucken. Wenn wir nämlich jetzt sagen, dass ich hier jetzt erstmal ausheben muss, um zu gucken, ob und wie die Smeltery da in die Ecke reinpasst. Buddeln wir dann erstmal ein bisschen. Und dann fällt auch schon die Fackel ab. Vielleicht müssen wir die doch auch immer auf den Boden setzen. So, hier müsste ja noch Cleanstone hin. So. Dann. Ah, da ist schon Treppe. Bisschen ungünstig. So, dann mache ich mal hier auf. Beziehungsweise Cleanstone muss da nicht hin. Da können wir auch was chiseln. Ist vielleicht sogar besser. So, und ich bin jetzt... Hier habe ich aufgemacht. Na, ich habe da zwei gelassen, genau. Schauen wir nämlich mal, dass wir uns hier schön die Smeltery reinbauen können. So. Machen wir da nochmal auf. Hoch und schon wieder kaputt. So, was ist da jetzt Treppe? Was ist nicht Treppe? Das ist alles Treppe hier. Da muss ich erstmal die Treppe fertig bauen, damit ich einen besseren Überblick habe. Dafür machen wir uns die schon mal heile. Dann ist da vorne eine Tanne gewachsen. Sogar zwei. Schön. Das heißt, wir haben schon mal wieder dunkles Holz. Äußerst praktisch. Können wir nämlich die Treppe direkt fertig machen. So. Da haben wir schon wieder einen Tannensetzling. Zwei sogar gleich. Können wir an der gleichen Stelle nochmal hinsetzen. Gummibäume wächst. Und da. Wir machen uns nochmal ein paar Stufen. 1, 2, 3, 4, 5. Sollte bestimmt lang. Da schleicht immer noch ein Creeper rum. Schleich woanders. Hier hat keiner Lust auf dich. So. Gut, dann haben wir das nämlich fertig und ich habe Treppen zu viel, aber egal. Packen wir die schon mal weg. Gut, dann... ach nee, die habe ich ja nicht zu viel. Ich muss ja da auch noch Treppen hinsetzen, so wie hier. Von daher... So, das heißt, wir haben die Ecken jetzt ausgebaut. Gut, dann müsste hier eigentlich gut die Smeltery reinpassen. Wenn ich das hier nochmal wegnehme, dann haben wir das so, ja. Dann nehmen wir mal an, ich mache hier den Boden der Smeltery. Und dann müsste das gut passen. Wenn dann da noch Blöcke hinkommen, dahin Blöcke, dann haben wir da die Ecke sowieso schon voll. Ja, dann können wir hier Tankausgüsse an die Seite machen. Ja, das passt gut. Passt gut. Passt fast perfekt. Dann müssen wir nur hier die Cobblestone austauschen, weil die finde ich so ein bisschen hässlich. Da werden wir uns ein paar Steine chiseln, glaube ich. Machen wir dann auf der anderen Seite auch. Dann machen wir hier die Säule direkt mit.
Und hier können wir das genauso machen. So. Dann ist das nämlich einheitlich. Wofür haben wir denn eine Schüssel? Dann können wir sie auch benutzen. So. Gut, dann schauen wir mal. Was wollen wir uns denn zusammen chiseln? Wo ist die Chisel überhaupt? Hier ist sie. Da. Gut, dann machen wir mal einen Black. Was würde denn da gut aussehen? Ja, machen wir jetzt Brick-mäßig was? Oder wir könnten auch hier diesen mal probieren. Der könnte nämlich auch ganz nett aussehen. Wenn man den nämlich jetzt, ich fange mal hier an, so runtersetzt. Achso, der macht hier noch diese Brick-mäßiges. Achso, okay. In der neueren Version ist das ein Connected Block. Aber so ist, glaube ich, ganz okay. Ja, machen wir so. Zu wenig. Nehmen wir noch mal ein paar. So. Dann hier die Ecke noch rein. Können wir hier eigentlich auch noch eine Ecke machen. Und da. Weil da sowieso Ecken sind. Wie hoch wollen wir die machen? Ich denke maximal 2er Höhe sollte uns lang. Dann machen wir es nämlich so. Und so. Und dann kommen dann eh die Sheared Bricks rein. Und dann sieht man das nicht. Ja, machen wir so. Gut, dann setzen wir hier auch nochmal eine Fackel hin, dass uns da ja nichts passiert. Hier werden wir uns mal den Kupfer rausholen. Wäre ja schade, wenn wir den hier verkommen lassen würden. So, so. Dann mache ich erstmal Cobblestone rein. Da kommt natürlich dann auch noch ein schickerer Boden rein. Das kriegen wir dann auch noch hin. So, dann schauen wir mal. Gummibäumchen, Wachset. Sonst müssen wir nachhelfen. Was wir auch hinkriegen sollten. Weil mittlerweile haben wir ja ein paar Skelette erlegt. Und sollten auch dementsprechend Bone Meal haben. Packen wir hier den restlichen Kupfer rein. Dann... Wo hatte ich sowas wie Grünzeug? Da. Die Setzlinge. Dann schauen wir mal. Ja, mein Inventar ist mal wieder viel zu voll und meine Kisten viel zu klein. Oh, ein Knochen. Ah, wir haben noch 2 Bone Meal. Dann machen wir das einmal so. Hat funktioniert. Und einmal so. Hat auch funktioniert. Wunderbar. Dann unsere Axt. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. So. Und so. So. Gut. Und ich denke, das mit dem Gravel herstellen ist legitim, weil wir haben ja gerade eben die ganze Zeit gefarmt und ihr habt gesehen, wir haben keinen einzigen Gravel gefunden. Also ich denke, da dürfte jetzt keiner meckern, wenn ich das Rezept eingefügt habe. Und wir müssen jetzt mal schauen. Also, ich brauche Gravel. So, und da haben wir das Rezept mit diesem Hammer. Also Cobblestone und diesen Hammer. Jetzt brauche ich diesen Hammer. Dafür brauche ich Plastik-Sheets und Sticks. Und die Plastik-Sheets stelle ich her aus Raw-Plastik und Raw-Plastik aus Rubber-Bar und Rubber-Bar aus Rubber. Das heißt, ich muss erstmal viel brennen im Ofen. Dafür nehmen wir unseren Ofen. Und jetzt habe ich nur 13, das ist ja blöd. 13. Nehmen wir erstmal nur 8. Dann verpulver ich nicht zu viel. So, die brennen wir mal durch. Und dann ansonsten... Oh, da ist ein Rubber Tree gewachsen. Juhu.
Vielleicht können wir da nochmal 8 nachsetzen. So, wir können ja... Eigentlich dürfte uns ja nichts passieren. Wo ist da ein Skelett? Auf meiner Map. Habe ich doch eine Höhle? Oder ist das oben? Oder im Baum? Wo ist das Skelett? Hallo? Das missfällt mir gerade hier. Das ist aber ziemlich dunkel. Das heißt, das muss irgendwo unterirdisch sein. Ich höre es auf alle Fälle. Das heißt, wir haben wohl doch offensichtlich eine kleine Höhle irgendwo bei uns. Irgendwo hier unten muss es sein. Hm. Toll, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Doch, da. Na gut, es wird mir hoffentlich nichts tun. So, wie viel haben wir noch? Jetzt haben wir nochmal 12. Das heißt, ich kann nochmal 8 machen. 6, 7, 8. Obwohl, ich kann mal gucken, vielleicht langt das auch erstmal. Zumindest für ein bisschen Gravel, aber ich glaube, das wird nicht lange lang. So, jetzt müssen wir Plastik draus machen. Dum, di, dum, di, dum. Das ist blöd, wenn man nicht anfangen kann, weil man die Materialien noch nicht hat. Das ist nervig. So, den Rubber da rein. Die Rubber-Setzlinge, das waren sie, glaube ich. Kommen dann hier rein. Und wir warten. So. Da haben wir schon mal 3. Die ersten 4 können wir dann schon mal nehmen. So. Dann machen wir die zu Plastiksheets. So. Dann gehen wir hier an den Table. Machen hier einmal so einen Hammer. Juhu. Den in die Mitte. Dann Cobblestone drumherum. Und wir bekommen 4 Gravel raus. Also das ist wirklich nicht viel. Da geht viel, viel Plastik drauf. Und ja. So, und wenn wir den Gravel haben und ein bisschen Sand haben, da 4, das ist natürlich auch nicht viel. Und wir nehmen mal ein bisschen Clay. 1, 2, 3, 4. Dann bekommen wir Grout und dieses Grout muss man brennen. So, und diese 8 Grout werden 8 Bricks und das sind gerade mal 2 von diesen Bricks, die wir brauchen. Also, das kann noch ein bisschen dauern. Machen wir das nämlich erst nochmal. Dann das. Und dann können wir nämlich noch einen Hammer machen. Und nochmal ein bisschen Gravel. Na, das wird eine etwas langwierige Sache. Aber na gut, wir haben ja Zeit. Es soll ja auch nicht zu einfach sein hier alles. Wer da was schießt, da auf mich. Ach da, wo kommst du denn her? Ja, dass die Spinne da jetzt irgendwie durchgekommen ist, ist mir klar. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Und du sowieso. Du hast hier nichts verloren. So. Wo kam der denn her? Der muss ja von hier irgendwo gekommen sein, aber hier ist doch nichts dunkel, oder? Ich drücke nochmal F7. Ach, der kam vielleicht von ganz unten. Haben wir da irgendwo eine Stelle übersehen, die nicht ausgeleuchtet ist? Das kann natürlich sein. Vielleicht sollte ich mich doch mal lieber ins Bett legen. So, gehen wir auf Nummer sicher. Wobei, was unterirdisch spawnt, ist dann eh egal. So, wo waren wir hier stehen geblieben? Wir waren hier stehen geblieben, dass wir hier noch Sand einfügen wollten. Die nächsten Grouts fertig haben. Und hier den nächsten Rubber braten müssen. Dafür müssen wir uns ein bisschen Kohle rausholen. So. Und wir müssen auf die nächsten Gummibäume warten. Also das, ich glaube, ich mache mal einen zweiten Ofen. Das erscheint mir gar nicht so dumm zu sein. Den klatsche ich mal hier auf die Rückseite. Dann können wir nämlich hier den Grout zumindest schon mal durchjagen.